ich hinfahre, du Idiot? Du hast mich voll geschnitten. Wie würdest du es finden, wenn ich dir was abschneide? Das war das dritte Mal in diesem Monat. Wollen Sie diese Unterhaltung wirklich jetzt vor Ihren Kollegen führen? Wenn meine Leser die Welt der Sarah Kane aufschlagen, dann erwarten sie meine Haltung zur Welt und nicht irgendwelche abgedroschenen alten Lebensweisheiten. Ich werde so schnell es geht kommen. Danke. Es tut mir leid, Liddy. Sarah, was ist denn los? Meine Schwester ist tot. Tante Sarah, wir sind alle sehr froh über dein Kommen. Nachdem wir von ihrem Tod informiert wurden, sind wir die Akten durchgegangen und haben herausgefunden, dass sie die einzig lebende Verwandte der Kinder sind. Vor dem Gesetz sind sie jetzt der rechtmäßige Vormund der Kinder. Der Bischof muss uns helfen. Ich fürchte, der Bischof wird uns sehr wahrscheinlich nicht... Oh doch, so soll es geschehen. Der Bischof wird morgen beschließen, was für die Kinder das Beste ist. Also, Sarah Kane zieht entweder in das Haus der Cottrells und kümmert sich selbst um die Kinder, oder sie lässt es zu, dass eine Amish-Familie die Kinder im Sinne unserer Ordnung großzieht. Das sind meine Nichten und Neffen. Liddy, Hannah, Anna May, Caleb und Josiah Cottrell. Wir sind schlicht aufgewachsen und so wollen wir auch weiterleben. Auch wenn wir jetzt hier mit einem Fuß in deiner Welt stehen. Oh mein Gott, Stacy, ihre Uniform ist ja echt der Hammer. Das ist keine Uniform, das ist unsere alltägliche Kleidung. Das Zeug sieht aus wie aus einem Second-Hand-Laden. Oh mein Gott! Anna May? Oh, Entschuldigung. Anna May, was hast du denn da an? Und was trägst du für Sachen? Das ist meine Ringerbekleidung. Was? Du bist in einem Ringerteam? Use your good dishes. Make a big mess and make lots of wishes. Caleb, ich bin Jerry Kitchell vom KNBA Kanal 4 News. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Moment mal, soll das etwa heißen, ihr wisst bis jetzt gar nichts über diese Kolumne? Über Sarah Kanes Welt? Ich werde euch alles beantworten. Bitte, sag irgendwas. Es wurde längst alles gesagt. Tut mir so leid, dass ich dich angelogen habe. Aber du weißt nicht, wie schwer es ist, Freunde in der Schule zu finden. Ich wollte auch Freundinnen haben, wie alle anderen. Josiah ist verschwunden. Was heißt das, er ist verschwunden? Er und sein Koffer sind verschwunden, bevor wir es gemerkt haben. Hören Sie bitte, wo ist der Kleine? Als mir heute klar wurde, dass du weg warst, hatte ich so große Angst davor, dass ich niemals die Chance dazu kriegen würde, euch zu sagen, wie schrecklich leid es mir tut, dass ich euch aus einer Welt gerissen habe, die euch vertraut war. Wir sind zu Hause.